Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der deutschsprachigen Gemeinschaft. Am 25. Mai sind wir alle aufgerufen zur Wahl. Wir alle dürfen mitentscheiden über die Zukunft unseres Landes, über die Zukunft unserer Gemeinschaft und auch über die Zukunft Europas. Und jede Stimme zählt und jede Stimme ist wertvoll. Viele Bürger in unserer Gemeinschaft, in unserem Land, ja in ganz Europa, spüren eine Veränderung. Nie gab es mehr Arbeitslose in Europa als heute. Und auch hierzulande sind die Arbeitslosenzahlen erschreckend hoch. Nie gab es solche Schuldenberge. Und auch nie hatte die deutschsprachige Gemeinschaft so viel Schulden wie heute. Es ist in den letzten Jahren sehr viel gebaut worden. Teilweise zu Prestigezwecken. Teilweise hat die Politik, hat die Regierung, haben die Verantwortlichen der Mehrheit Gelder ausgegeben, die keinen direkten Nutzen für den Bürger haben. Immer noch profitieren unsere Regierungsmitglieder von Privilegien, wovon der Bürger nur träumen kann. Meine Damen und Herren, der Bürger spürt, dass die alteingesessene, klassische Politik nicht den richtigen Weg geht. Die Parteien, die in den letzten Jahrzehnten an der Macht waren, ob in unserem Land, oder in der Gemeinschaft, haben zahlreiche Fehler gemacht. Denn das Resultat zeigt nicht unbedingt von einer guten Regierungsführung. Es bedarf einer kompletten Veränderung. Aber können diese Menschen etwas verändern, die seit Jahrzehnten an der Macht sind? Können diese Menschen, die selber diese Strukturen mit aufgebaut haben, für grundlegende Reformen sorgen? Nein. Wir denken nicht, denn sie tragen eine Mitverantwortung für das Dilemma, in welchem wir uns befinden. Vivant möchte verändern. Wir haben immer von zahlreichen Alternativen gesprochen. Wir haben von Möglichkeiten gesprochen, wie man einen anderen politischen Weg gehen kann. Wir haben davon gesprochen, dass der Bürger mehr in der Diskussion beteiligt sein muss. Wir haben nicht nur von Bürgerbeteiligung gesprochen, nein, wir sprechen auch von Volksbefragung. Vivant hat ein sehr interessantes Programm. Lesen Sie es. Es sind interessante Seiten zusammengefasst von engagierten Bürgern, die Nein sagen zu dieser Politik. Die Nein sagen und sich trauen, auf eine Liste zu gehen, die nicht nur von Veränderung spricht, nein, die eine Veränderung ist. Vivant möchte verändern und es ist Zeit, aufzuwachen und zu handeln. Wir sind eine Alternative. Vivant, die Liste 5 am 25. Mai. Dieses Video hat 25 Euro gekostet. Wir sind für Transparenz und gegen Steuergeldverschwendung.